Willkommen zu Devil's Anvil, der ersten von zwei Operationen des kostenpflichtigen DLCs They Shall Not Pass für Battlefield 1. Devil's Anvil führt uns in die Schlacht von Verdun und ich möchte einfach mal beide Karten der zweigeteilten Operation kurz vorstellen. Die Operation beginnt auf der Map Verdun Heights, also den Anhöhen von Verdun, wo das Trommelfeuer der deutschen Artillerie einen heftigen Waldbrand ausgelöst hat. Nach dem Ende der Kanonade stürmen die Deutschen heran und sollen zunächst das Dorf Samonneux einnehmen. Wir sehen das Ganze jetzt aus der französischen Sicht, also auf Seiten der Verteidiger. Hier ist übrigens auch gleich eine der neuen französischen Waffen im Einsatz, das RSC 1917 des Medics. Die komplette Operation Devil's Anvil ist auf Infanteriekämpfe ausgerichtet. Fahrzeuge gibt es keine. Schon die Kämpfe im noch unzerstörten Dorf Samonneux sind also ein zähes Ringen um jedes Haus. Allerdings haben die Deutschen hier noch sehr viele Möglichkeiten, die Verteidiger zu umgehen. Der zweite Sektor, die Ruine La Fontaine, ist da schon wesentlich schwieriger zu nehmen. Denn hier können sich die Verteidiger sehr ordentlich verschanzen. Wenn die Deutschen es allerdings clever anstellen und die seitliche Hügelkette besetzen, wird es für die Franzosen in ihren Stellungen ganz schnell ungemütlich. Besonders wenn sie so schlecht schießen wie ich hier gerade. Aber es gibt ja noch den letzten Rückzugspunkt auf der Anhöhe und spätestens hier können die Franzosen das Blatt nochmal wenden. Während die Deutschen den offenen Hügel hinaufstürmen müssen, können wir sie aus befestigten Stellungen aufs Korn nehmen. Auch hier sollten die Angreifer wieder versuchen, über Flankenrouten in den Rücken der Verteidiger zu gelangen und den Flaggenpunkt B zu erobern. Anschließend können sie sich dann selbst den Hügel herabkämpfen zum Flaggenpunkt A. Und wenn sie den genommen haben, dann geht's weiter auf der nächsten Map, der Festung Fort Vaux. Diese Map ist ebenfalls wieder in drei Sektoren aufgeteilt, die die Deutschen erobern müssen, bevor ihre Tickets verbraucht sind. Zuerst kämpfen wir noch vor den Toren der Befestigungsanlage. Als Medic lässt man das RSC 1917 aber hier schon besser in der Waffenkammer, denn es wird auf kurze Distanz gekämpft. Im zweiten Sektor ist vor allem der Punkt A spielentscheidend, denn dieser Innenhof lässt sich ganz hervorragend verteidigen. Eroberungspunkt B liegt dagegen in einem zerstörten Teil des Forts, ist also deutlich leichter einzunehmen. Und im dritten Sektor wird's dann richtig heftig, weil die engen Gänge im Herzen des Forts natürlich super zu verteidigen sind. Da werden doch Erinnerungen an die Maps Operation Metro und Operation Locker wach. Ich bin allerdings der Überzeugung, dass es auf Fort Vaux deutlich mehr Möglichkeiten gibt, Gegnern in die Flanke zu fallen, wenn man die Map denn erstmal kennt. In unserer Probepartie haben die Deutschen am Ende auch den Sieg davongetragen. Zum Schluss noch ein kurzes Fazit. Devil's Anvil ist eine richtig coole Operation für jeden, der auf Infanteriegefechte steht. Mir gefällt vor allem, wie sich die Operation über zwei Karten hinweg entwickelt. Von den recht offenen Häuserkämpfen des Anfangs bis zu den brutalen Nahkämpfen in den Gängen des Forts am Ende der Operation.